Schön, dann darf ich euch alle begrüßen. Machen wir Fortsetzung nach Kaffee und Wanderung. Wer war wandern? Oh, super. Sehr gut. Ich war nicht wandern, ich habe im Bett gelegen. Ja, 10 Minuten, ein bisschen Äuglein zumachen. Schön, schön, dass ihr da seid. Wir beten noch vielleicht zu Beginn. Ja? Wenn ihr könnt, steht gerne auch dazu. Herr Jesus, wir danken dir für die Zeit, die wir haben, für die Gespräche, für den Austausch, für dein gutes Wort, für den Segen, der in dir ist und in dir allein. Danke, dass wir angekommen sind, dass du gestorben und auferstanden bist und kommst und dein Reich aufrichtest und uns zu dir holst. Und dass wir in dem Glauben und in der Hoffnung leben dürfen und auch unseren Alltag bestreiten dürfen und von der Hoffnung weitergeben können, die in dir ist. Segne uns auch jetzt noch bei den Themen, die wir anschauen wollen in deinem Wort. Gib uns offenen Geist und offene Sinne und Verständnis, Herr, dass wir verstehen, hören, verstehen und glauben. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Amen. Dann nimm bitte wieder Platz. Ja, jetzt haben wir über den Hiskia gesprochen und dass die Belagerung Jerusalems zur Zeit vom Hiskia im Jahr 701 vor Christus eigentlich so ein Bild ist auf das, was in der letzten Zeit passiert. Ja? Damals war Hiskia und Jesaja eingeschlossen in der Stadt Jerusalem, zusammen mit den Bürgern Jerusalems. Die Assyrer kamen, haben die Stadt belagert und dann hat Gott nachts einen Engel geschickt, der 185.000 Assyrer in einer Nacht getötet hat. Und dann sind die nach Hause gezogen, unverrichteter Dinge. Und wenn man die Literatur untersucht, dann sieht man, dass die Historiker sagen, wir wissen nicht, warum der assyrische König die Stadt nicht einfach eingenommen hat. Das wäre ein Fingerschnips gewesen für ihn. Der hat ja alle Länder eingenommen. Sagt ja auch der Rabschake, der Feldherr, der Tatan, ja, der sagt, alle Länder haben wir eingenommen. Wieso solltet ihr übrig bleiben? Jetzt natürlich so, könnt ihr auch nachgucken, man kann das googeln überall. Alle sagen, es ist unerklärlich und wir wissen nicht, warum das nicht passiert ist. Das liegt daran, weil wenn die Historiker sagen würden, dass ein Engel Gottes nachts ausgegangen ist und 185.000 Assyrer umgebracht hat, dann wären die ja die längste Zeit Historiker gewesen, ja. Ja? Deswegen sagen die lieber, wir wissen das nicht. Ja? Die Bibel sagt uns das und das ist auch historisch verbürgt, dass das so gewesen ist. Und man weiß es offensichtlich nicht. Außer man könnte sich vorstellen und glauben, dass Gott Engel hat, die solche Dinge tun können. Was für ein Engel. Was für 185.000. Ich weiß nicht, wir kommen aus Pforzheim, 130.000 Einwohner, aber vom Kind bis zum Kreis. Da jetzt nochmal 50% drauf. Erfahrene Kriegsleute, ein Engel, eine Nacht, 8 Stunden, 185.000 durch 8, könnt ihr mal ausrechnen, wie der da so durchgegangen ist, ja. Und wahrscheinlich ging es ja schneller. Engel, ja. Wer ist Jesus? Wenn Engel schon so sind, ja. Also, gut. Was würde denn passieren, wenn sich heute das wiederholen würde, was damals bei Hiskia war? Hiskia sagt ja praktisch prophetisch, Herr, die Kinder, also er sagt, es ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und können nicht geboren werden. Ja, das war das, was er sagt. Wenn wir jetzt uns vorstellen könnten, dass verheißen ist für die letzte Zeit, dass Jerusalem wieder in den Krieg kommt, wieder belagert wird und dann zur Wiedergeburt kommt, und wir dann die Worte von Hiskia anschauen, dann bekommen die plötzlich Sinn. Ja? Was würde passieren, wenn sich die Situation unter Hiskia heute wiederholen würde? Dann würden in einer noch kommenden Belagerung der Stadt Zion die Kinder erneut an die Geburt, an die Wiedergeburt kommen. Wäre denn, wenn das heute Nachmittag passieren würde, wäre dann Kraft da zu gebären? Ja. Warum? Weil der Geist Gottes ausgegossen ist. Seit 2000 Jahren schon. War denn der Geist Gottes auch schon zur Zeit von Hiskia im Jahr 701 vor Christus ausgegossen? Nein.
Einzelne. Bitte? Auf Einzelne, als Dienstgeist, auf die Propheten, auf die Könige, wenn die geweissagt haben, wahrscheinlich auf Hiskia hier, in seinem, dem, was er übermittelt. Ja? Aber Kraft da, um Geburt zu erleben, geistliche Geburt, Wiedergeburt, gab es damals noch nicht, kam erst 730 Jahre später. Also war eine Wiedergeburt Zions nicht möglich, weil noch keine Kraft da war zu gebären. Und das sagt der Hiskia, das lässt Hiskia an Jesaja ausrichten. Ja? Wenn also heute Nachmittag Jerusalem belagert werden würde oder morgen Nachmittag, dann könnte Jerusalem heute oder morgen oder nächste Woche zum Glauben an Jesus kommen und dann könnte das hier in Erfüllung gehen, was schon 2700 Jahre lang in der Bibel steht. Das heißt, theoretisch könnte die Wiedergeburt Jerusalems jederzeit passieren. Ja? Niemand weiß, wann das ist. Und die Christen warten ja auch schon seit 2000 Jahren darauf. Wir haben eben im Foyer kurz drüber gesprochen, auf die Naherwartung. Ja? Alle haben eine Naherwartung gehabt. Auch Paulus hatte eine Naherwartung. Ja? Jesus sagt selbst von sich, auch der Sohn weiß nicht, wann das sein wird, sondern allein der Vater im Himmel. Zu Erdenzeiten wusste er das nicht, weil er sich aller Göttlichkeit entkleidet hatte und weil er ganz Mensch wurde und gehorsam auch lernen musste im Fleisch, wie wir auch. Jetzt, wo er beim Vater ist und eins mit dem Vater ist, weiß er, wann der Zeitpunkt ist. Wir wissen das nicht. Wir warten darauf. Aber Jesus sagt zu uns, seid wachsam. Achtet. Und ich sage immer, ja, ich will gerne wachen und achtsam sein, Herr Jesus. Aber worauf soll ich denn achten? Auf das. Auf diesen Tag der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Weil dann das Evangelium wieder nach Hause gekommen ist. Und dann dauert es nicht lange, bis die Gemeinde Jesu vollständig ist und entrückt wird. Ja? Selbst dann sagt Jesus noch, fasst euch in Geduld, habt keine Angst. Es wird Kriege und Kriegsgeschrei geben und Erdbeben und Seuchen und teure Zeit. Das alles ist der Anfang der Wehen, aber das Ende ist noch nicht so schnell da. Also nüchtern bleiben. Ja? Wachsam sein, nüchtern bleiben. Glauben. Gehen. Ja? Das ist das, was die Bibel da sagt. Ja? Auf was warten wir denn jetzt? Auf was warten wir? Auf die Belagerung. Ja, gute Frage. Ja, also das erste Kennzeichen, von dem ich denke, dass wir wach werden sollten, wäre das Auseinanderbrechen Israels. Und das zweite Zeichen wird sein, dass Jerusalem angegriffen wird und dass irgendwann Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ich stelle mir das ganz naiv so vor, dass alle aus Jerusalem dann wegziehen, weglaufen werden. Die reichen Juden, die fliegen mit ihren Jets zurück nach Brooklyn. Die Muslime packen ihre Wasserpfeifen und ihre Teppiche und hauen ab aus Jerusalem. Die sind ja nicht blöd und lassen sich da belagern. Ja? Die machen ihre Läden zu, Rollläden runter, ab. Ja? Kommt zu uns. Kommt zu uns, ja. Wer weiß. Also alle... Das ist eine Wacht, ne? Sofort. Ne? Bitte? Genau. Ja? Also alle, die irgendwie können, auch die christlichen Missionare, wer irgendwie kann, die Missionsgesellschaften werden ihre Missionare aus Israel zurückziehen, weil die werden sagen, oh, die Lage wird immer kritischer und immer riskanter und kommt bitte, fliegt zurück nach Deutschland oder nach Amerika, wo auch immer. Und ich erwarte, dass nur ein ganz kleines Häuflein, verlorenes Häuflein übrig bleibt. Hier waren es ungefähr 7000, sagt die Geschichtsschreibung. Ob das so ist, weiß ich nicht genau. Jerusalem hat heute 1 Million Einwohner, groß, größer als Tel Aviv, ja. Die meisten werden da weggehen, es wird klein sein. Und ich stelle mir das ganz naiv so vor, dass man irgendwann die Nachrichten einschaltet, ARD und ZDF, und dann werden die sagen, im Zuge dieser nahöstlichen Krisenentwicklung ist Jerusalem angegriffen worden und ist es zu einer religiösen Rückbesinnung in Jerusalem gekommen, die glauben jetzt an den Messias. Das Wetter. Ja?
Die werden das nicht verstehen. Die werden das sehen und vielleicht meldet man das auch. Vielleicht kommt auch im Heute-Journal noch ein Beitrag darüber, dass die Rabbiner dort jetzt plötzlich Jesus Christus anrufen und sagen, das ist der Heiland der Welt oder ja, so. Aber das wird auch die Christenheit kaum verstehen. Ja? Aber wir werden wissen, da ist jetzt was ganz Besonderes passiert, dass die Stadt Jerusalem zum Glauben gekommen ist. Ja? Könnt ihr mir vorstellen, dass sie da nicht die Wahrheit drüber sagen, sondern das versuchen die irgendwie zu verschleiern, oder? Das kann auch sein. Das große Glück ist ja, dass niemand die Bibel ernst nimmt heute. Das ist ja der Grund, warum mein Kanal noch nicht gesperrt ist. Wenn jemand, ja? Wenn jemand die Bibel ernst nehmen würde, würde ich sofort gesperrt. Ah, das ist irgendein Spinner aus dem Schwäbischen, der ja, nicht mal CH aussprechen kann. Ja? Und der was über die Bibel schreibt, lass den. Das ist, die hören das gerne. Manche hören das, manche hören das nicht. So, ja, man nimmt das nicht ernst. Ja? In einem Kirchenstaat wäre ich längst gesperrt, weil es ist ja Ketzerei, was ich mache. Ja? Und deswegen könnte ich mir vor, ich bin bei dir, ja? Die verschleiern, was geht. Die drehen auch immer alles auf den Kopf. Vielleicht melden sie es ganz arglos und wissen nicht, was sie tun. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wie du auch sagst, dass es vielleicht verschleiern. Ich muss dich auch mal aufmerken, ja? 7000, wo waren 7000, die gestorben sind? Man sagt, dass bei der Situation, dass Hiskia, wo Hiskia belagert wurde im Jahr 701 vor Christus, dass da 7000 Menschen in Jerusalem waren. Ach, übrig geblieben. Übrig. Weil es dann ja dann irgendwann eine Offenbarung steht, glaube ich, auch, dass 7000 Namen der Menschen, ja? Die sterben werden. Ja, die sterben werden, ja. Das ist aber eine geheimnisvolle Stelle auch. Wo steht die denn in der Offenbarung? Boah, hier, was ihr alles wisst. Ja, unfassbar, oder? Ja, das, also. Das ist an der Tag des Herrn beim Paulus, der ist in Thessaloniki. Ja. Ja, genau. Okay. Genau. Ja. Das wäre der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, ja, denn ihr wisst selbst, ja, und so weiter, dass ein Ruf sein wird, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Und dann wird sie das Unheil schnell übereilen, wie der Schmerz, wie die Wehen, eine schwangere Frau, und werden nicht entfliehen. Die werden nicht mehr aus Jerusalem weg können, die sind dort eingekesselt. Und dann werden sie die Wehen überfallen, ja. Wehen, den Überrest, der in Jerusalem ist. Und dann kommen die zum Glauben. Ja, ja. Offenbarung 11, 13, ja. Zur selben Stunde entstand das große Erdbeben und der Zehntel der Stadt fiel. Und es wurden dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Erde. Ja, genau. Ja. Da können wir jetzt nicht ins Detail eingehen. In dem Buch habe ich das gemacht. Und in den Videos auch, aber das sprengt uns absolut unseren Rahmen. Ja? Aber, und diese 7000 ist natürlich hier eine biblische Zahl. Die ich jetzt genannt habe, die kommt aus der Geschichtswissenschaft. Ob die belegbar ist, ich weiß es nicht. Ja? Okay, also damals bei Hiskia war der Geist Gottes noch nicht ausgegossen. Aber es ist eigentlich genau die Situation eingetreten gewesen, die in der Endzeit wieder kommen wird. Was denn? Naja, dass der Norden Israels besetzt ist. Dass Juda auch besetzt ist und dass Jerusalem allein isoliert ist. Das sage ich ja in der Endzeit auch. Israel bricht auseinander, dann gibt es einen Norden und einen Süden. Ja? Und dann wird Jerusalem angegriffen, wie bei Hiskia. Und dann werden die belagert und dann kommen die Kinder an die Geburt und dann ist Kraft dazu gebären. Dann kommt Jerusalem zum Glauben an Jesus. Und das, die Belagerer, die müssen ja auch erst noch einmarschieren, ne? Genau, also, ja. Das ist ja ein riesiges Manöver, muss ja da irgendwie aufgebaut. Das schauen wir uns jetzt gleich an. So. Ja, das ist eine gute Frage, genau, das ist auch ein Einwand. Und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Die Bundeswehr mit der Bundeslade. Wir schicken eine Drohne. Ja, genau. Genau. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Abfall, den es ja da geben wurde. Ja. Gibt es da eine Wortstudie? Kann das auch auseinanderbrechen? Da gibt es eine Wortstudie für. Abfall, also Paulus sagt, er kommt nicht, bevor nicht der Abfall kommt. Ja? Und das Kind des Bösen, der Sohn des Verderbens offenbart wird. Ja? Und da sagen viele, der Tag des Herrn oder der Antichrist kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Und da sagt man, der Abfall ist der Abfall vom christlichen Glauben.
So wird das Wort Apostasia überall in der Bibel auch verwendet. Abfall heißt immer, auch in der Apostelgeschichte, heißt es immer Abfall vom christlichen Glauben. Ist Israel denn zu der Zeit dann im christlichen Glauben? In welchem Glauben sind die denn? Im jüdischen Glauben? Können die dann abfallen von Jesus? Nein, können nicht. Wohin? Das macht mir Gedanken. Ja? Also wenn Jerusalem heute angegriffen würde, wäre eine Wiedergeburt möglich. Und zwar jederzeit. Seit 2000 Jahren ist das möglich. Ja? Aber Israel war nicht im Land. Der Staat Israel hat nicht existiert. Die Stadt Jerusalem war unbewohnt. Ein paar Araber haben da gewohnt. Mark Twain hat gesagt, er hat in seinem Leben noch nie spärlich besiedelt und so einen traurigen Zustand von einem Ort überhaupt gesehen auf der Welt, wie als er Jerusalem besucht hat. Ja? 1867, weiß ich genau, so um den Dreh. Also die Wiedergeburt geschieht allein durch Gottes Geist, Zacharja 4, und der ist seit Pfingsten vor 2000 Jahren in Jerusalem ausgegossen worden, wie wir alle wissen. Ja? Der ist da und der könnte jederzeit, wenn Jerusalem da ist, kommen. So könnte man die Aussage von Hiskia plötzlich verstehen. Das ist also keine schlechte Übersetzung oder kein Irrtum, den der Hiskia macht, sondern eine prophetische Aussage. So, jetzt gehen wir mal zu Jesaja 7. Jesaja 7. Es gab drei Belagerungen Jerusalems, in denen die Bibel, speziell Könige oder Propheten, von Wehen oder Geburtswehen oder davon gesprochen haben, dass eine Jungfrau schwanger wird. Die erste Belagerung war unter den Assyrern, ja, im Jahr 702 Hiskia. Die zweite war durch die Babylonier. Und die dritte ist wenig bekannt, die war im Syro-Ephraimitischen Krieg. Ja? Im Syro-Ephraimitischen Krieg gab es eine Koalition zwischen Syrien und Ephraim. Ja? Ephraim, Nordreich Israels. Südreich Juda und Jerusalem. Das heißt also ein Bruderkrieg zwischen den Nordisraeliten und den Südisraeliten. Und das war im Jahr 733 vor Christus unter dem König Ahas. Ja? Das heißt also, da gab es erstaunlicherweise ein Bündnis zwischen Israel und Damaskus und die beiden kämpfen gegen Juda. Was war da passiert? Es war so, dass im Norden Assyrien war und das assyrische Weltreich wurde immer größer. Es ist immer mehr gewachsen und wollte sich nach Süden ausdehnen und wollte natürlich als erstes auch Syrien erobern und angreifen. Da haben die Syrer Angst gekriegt, den hat der Kittel gebrannt. Und da haben die gesagt, wir machen eine Koalition mit den Juden und mit Edom und Moab und Ammon und allem. Wir schließen uns alle zusammen, damit wir zusammen gegen Assyrien kämpfen können, damit die uns nicht erobern. Weil wir sind die Ersten, denen es an den Kragen geht. Ja? Und dann haben die in Ephraim und in Juda angefragt. Und haben auch angefragt bei dem König Ahas und dem ist geraten worden, das nicht zu tun, nicht in ein Bündnis zu gehen. Und dann waren die Syrer und die Ephraimiter so ärgerlich, dass sie gesagt haben, wir ziehen darauf und machen uns selber einen König in Jerusalem, den Sohn Remaljas, den setzen wir in Jerusalem ein. Der ist von uns abhängig, der sorgt dafür, dass Juda in den Bund geht mit uns, Juda und Ephraim und Syrien und dann kämpfen wir zusammen gegen Assyrien. Das war der Plan. Ja, als der König Ahas das Bündnis abgelehnt hat, sagen die, okay, dann setzen wir dich ab, Ahas, und setzen unseren eigenen König ein. Und deswegen kam der Sohn Remaljas und Rezin, der König von Syrien, kamen runter nach Jerusalem und wollten Jerusalem erobern. Das ist die geschichtliche Situation. Und jetzt lesen wir mal Jesaja 7. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs in Juda, da zog herauf Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König Israels, gegen Juda wieder dasselbe zu streiten, konnten es aber nicht gewinnen, nicht erobern. Rezin war der König von Syrien, Pekach war der König von Ephraim.
Ja? Pekach war eigentlich ein General vom König Pekachja einige Jahre zuvor. Pekach war im Ostjordanland und hat im Ostjordanland relativ selbstständig eine Provinz verwaltet für den israelischen König Pekachja. Ja? Und der Pekachja, dessen Name heißt, Gott öffnet die Augen. Pekach heißt Augenöffner, Augen öffnen und Ja für Jahwe. Gott öffnet die Augen. Das war der Name des israelischen Königs. Und dieser General ist dann vom Ostjordanland, aus dem Gebiet, wo später die Dekapolis war, aus dem Gebiet, wo der Stamm Manasse gewesen ist, denn Manasse ist ja nur halb ins gelobte Land gezogen. Aus diesem Land ist er mit 50 Leuten nach Samaria, hat den König Pekach getötet, hat den König Pekachja getötet und hat sich selber zum König eingesetzt und hat sich genannt Pekach. Ich öffne mir selber die Augen. Ich brauche keinen Gott dafür, war ein gottloser Herrscher. Ja? Hat sich Pekach genannt, so nach dem Motto, ich bin der Nachkomme von Pekachja und ich bin jetzt hier der Chef im Ring. War aber politisch so schwach, dass er einen Bündnispartner gesucht hat. Und den hat er in Rezin gefunden, weil die politische Situation so kritisch war von Assyrien. Ja? Assyr drängt nach Süden, Rezin von Syrien hat Angst, trifft den Pekach, die beiden gehen zusammen, wollen den Ahas auch da reinziehen, Ahas will nicht, sie kommen und greifen Jerusalem an und wollen dort einen ihnen genehmen König einsetzen. Jetzt ziehen die rauf nach Jerusalem. Vers 2. Da wurde dem Haus David angesagt, die Syrer haben sich gelagert in Ephraim, zum syro-ephraimitischen Krieg. Ja? Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volks, wie die Bäume im Wald beben vom Wind. Die haben Angst gehabt in Jerusalem. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Sehajasub, das heißt, ein Überrest wird umkehren, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, am Wege beim Acker des Waldmüllers, und sprich zu ihm, hüte dich, Ahas, hüte dich und sei still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden. Das ist kein Feuer, was da vor der Tür steht, sagt er. Die sind noch so rauchende Kohlestückchen, mehr ist das nicht. Ja? Deren Rauch ist schnell verflogen, das will er damit sagen. Ja? Sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden, vor dem Zorn Rezins und der Syrer und des Sohnes Remalias. Dass die Syrer wider dich einen bösen Ratschlag gemacht haben, samt Ephraim, Syrien samt Ephraim und dem Sohn Remalias und sagen, wir wollen hinauf nach Juda und es erschrecken und hineinbrechen und zum König darin machen den Sohn Tabeels. Man weiß nicht, wer das ist, der Sohn Tabeels. Ja, das muss damals irgendjemand gewesen sein. Die Bibel nennt den nicht mal mit Namen. Hört ihr das? Das ist der Sohn von jemand. Ja? Und auch Pekach wird nicht mehr mit Namen genannt. Gott nimmt diesen Namen nicht mehr in den Mund, Pekach. Er nennt den Pekach nur nach der Sohn Remalias. Der hat keinen Namen. Das ist, ja, da sieht man so diese Missbilligung Gottes gegenüber Pekach. Wir wollen hinauf nach Juda und es erschrecken und hineinbrechen und zum König darin machen den Sohn Tabeels. Dann Vers 7. Denn also spricht der Herr, es soll nicht bestehen noch geschehen, sondern so wie Damaskus das Haupt ist in Syrien, so wie Damaskus die Hauptstadt ist in Syrien, so soll Rezin das Haupt über Damaskus sein. Und über 65 Jahre soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist in Ephraim, so wie Samaria die Hauptstadt von Ephraim ist, so soll der Sohn Remalias, der Pekach, das Haupt zu Samaria sein. Glaubt er nicht, so bleibt er nicht. Er sagt, die bleiben beide Könige in ihrem eigenen Land und die werden nicht König über Jerusalem und Juda werden. Ja? Und in einer gewissen Zeit ist es eh vorbei mit denen. Das sagt Gott. Und dann Vers 10. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Du darfst, Ahas, du darfst dir ein Zeichen dafür fordern, dass das wahr ist, was ich dir sage, was dir zum Beweis gilt.
es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe. Das heißt, Ahas, du kannst dir wünschen, was du willst. Ich gebe dir dieses Zeichen. Es kann unten oder in der Höhe, egal. Das, was hier passiert, sagt Gott, ist so wichtig, du kriegst jedes Zeichen von mir. Das ist heilsgeschichtlich, prophetisch eine ganz zentrale Stelle. Ja? Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, dass ich den Herrn nicht versuche. Ja? Da ging es nicht um Versuchung des Herrn, sondern Gott hat ihm zugesagt, du darfst den Zeichen fordern. Dann darf man gehen. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Ja? Dann ist Platz, nichts sagen, dann zurückziehen. Aber in falscher Bescheidenheit sagt er, ich will es nicht fordern, dass ich den Herrn nicht versuche. Da sprach er, Jesaja oder Gott, so höret ihr vom Haus David, ist euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt? Ihr müsst auch noch meinen Gott beleidigen? Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein vor dessen zwei Königen dir graut, nämlich Ephraim und Syrien. Das ist das Zeichen, was der Herr ihm gibt. Und die Prophetie geht auch noch weiter. Die meisten schließen hier ab. Aber ab Vers 17 steht, aber der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, die nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim von Juda geschieden ist. Wann ist denn Ephraim von Juda geschieden? Unter Jerobeam, ja, und Rehabeam, da war die Reichsteilung. Ja, ja. Es werden Tage kommen, die nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim von Juda geschieden ist, und zwar durch den König von Assyrien. Das war damals Assyrien, das ist heute Iran, Irak und Nachbargebiete. Ja? Denn zu der Zeit wird der Herr zwischen der Fliege am Ende des Wassers in Ägypten und der Biene im Lande Assur, dass sie kommen und alle sich legen an die trockenen Bäche und in die Steinklüfte und in alle Hecken und in alle Büsche. Zu derselben Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare an den Füßen abscheren und den Bart abnehmen durch ein gemietetes Schermesser. Der Herr entkleidet euch jeglicher Würde. Euer ganzes Land wird wie Fliegen und wie Bienen, überall werden die sein. Also es wird überflutet werden, euer Land, von den Assyrern. Ja? Zu derselben Zeit wird ein Mann eine Kuh und zwei Schafe ziehen und er wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer im Land übrig bleiben wird. Auch der Immanuel wird Butter und Honig essen, ja? Warum? Weil das Land so verödet ist, dass kaum noch Menschen da sind. Und dass Überfluss an Milch da ist und Überfluss an Butter und Überfluss an Honig, weil keine Menschen mehr da sind. Ja? Das ist das, was hier beschrieben wird. Denn es wird zu der Zeit geschehen, dass, wo jetzt 1000 Weinstöcke stehen, 1000 Silberlinge wert, da werden nur noch Dornen und Hecken sein, dass man mit Pfeilen und Bogen dahin gehen muss, weil da lauter wilde Tiere drin wohnen. Ja? Vollkommene Verwüstung des Landes ist hier vorhergesagt. Dass man auch zu allen den Bergen, die man mit Hauen pflegt, umzuhacken, das ist jetzt altes Lutherdeutsch, also den man mit Hacken bearbeitet, dass man auch zu allen den Bergen, die man mit Hauen pflegt, umzuhacken, nicht kommen kann vor Scheu der Dornen und Hecken, sondern man wird Ochsen da selbst gehen und Schafe darauf treten lassen. Mehr kann man damit nicht mehr machen mit dem Land. Verwüstetes Land. Das ist die ganze Prophetie, die Gott an den Ahas gibt, weil Ahas sich kein Zeichen von Gott wünschen wollte. Kriegt er eins, ja? Da habe ich euch eine Karte mitgebracht, dass man das mal ein bisschen so sieht. Manchmal ist das ja hilfreich. Ja? Da oben ist große Assyrien, Hamat, Aram, Phönizia, Israel, Moab und Edom. Hier Juda, die Philister, Palästina und Ägypten. Ja? Assyrien ist immer weiter nach Süden gezogen und wollte sich dann mit Aram,
Er wollte gegen Hamad und Aram kämpfen und Aram hat gesagt, wir machen hier so eine Koalition. Ja, wir gehen hier alle zusammen und kämpfen gegen die Assyrer. Das hat nicht funktioniert. Ja. Das sind die beiden Könige. Rezin von Damaskus und Pekach von Israel. Pekach, davor Pekach ja, jetzt nur noch Pekach. Ja. Die beiden gehen zusammen und greifen Jerusalem an und wollen in Jerusalem einen ihnen genehmen König einsetzen, damit sie sich gegen Assyrien wehren können. Gott sagt, das wird nicht kommen. Und das Zeichen, was ich dir gebe, dass das nicht kommt, ist, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären, den wird sie Emanuel heißen. Das ist doch nichts Außergewöhnliches. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist ja normal. Natürlich, also wenn irgendwo militärische Auseinandersetzungen sind, dann werden Frauen schwanger und dann weiß man, wir gewinnen. Ja? Ja? Hört ihr das? Das ist ganz quer. Was hat denn die Geburt eines Kindes damit zu tun, dass eine Stadt nicht erobert wird? Wir bleiben mal noch ein bisschen in der Antike. Ja, das ist das Jahr hier 733 vor Christus. So sah das dann nachher aus. Ja? Assyrien riesengroß geworden, Juda allein noch übrig, das ist im Jahr 722 vor Christus, da ist schon Nordisrael, Ephraim ist schon in die assyrische Gefangenschaft geführt. Und nur noch Juda ist übrig. Und dann greift Assyrien Juda an und besetzt ganz Juda und nur noch Jerusalem bleibt übrig, nur noch die Stadt. Ja? Und darin eingeschlossen ist ein kleines Häuflein von Leuten, der Ahas, der Jesaja, der junge Jesaja. Der alte Jesaja hat ja auch mit Hiskia dann nachher noch zu tun gehabt, im Jahr 700, 20 Jahre später. Und der junge Jesaja ist hier mit dem Hiskia eingeschlossen in der Stadt und Assyrien steht vor der Stadtmauer und sagt, wir greifen an. Ja? Syro-ephraimitische Sachen. Das war dann, so ist die Situation dann später ausgegangen. Was ist das für ein Zeichen? Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Die Rabbiner sagen, da steht nicht, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ja? Betula. Da steht Ha-Alma, die junge Frau. Ich habe das nachgeprüft erst. Ich kann kein Hebräisch. Du lernst ja bald Hebräisch, dann musst du mir helfen. Ja? Ja? So, was irgendwie habe ich da versucht zusammenzutragen und zu lesen. Und das ist wohl auch so. Man kann das in der Bibel auch sehen. Die junge Frau schwanger. Na gut, aber jetzt sagt ja Matthäus, Maria war eine Jungfrau und hat Emanuel geboren, Jesus. Das alles ist erfüllt, damit ist geschehen, damit erfüllt wird, was der Prophet geschrieben hat. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Die Jungfrau war Maria. Wenn die Rabbiner jetzt sagen, ja, da steht aber gar nicht Jungfrau, und das können die, das ist linguistisch, ist das korrekt, ja? Dann haben die Christen Angst, dass die Jungfrauengeburt Marias jetzt auf der Kippe steht. Ja? Und das ist bei oberflächlicher Betrachtung, scheint das ja auch so der Fall zu sein. Ja? Aber der Matthäus war ja nicht dumm. Der wusste schon, was eine junge Frau und was eine Jungfrau ist. So dumm war der nicht. Ja? Außerdem schreibt Matthäus ja durch Gottes Geist. Ja? Ich nehme die Pointe mal vorweg, damit ihr wisst, wo ich hin will. Diese Verheißung, dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebären wird, hat eine zweifache Erfüllung. Die erste Erfüllung war in Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, gelebt mit Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, ihr kennt das, ja? Die erste Erfüllung war Jesus, geboren von der Jungfrau Maria. Die zweite Erfüllung war die Gemeinde Jesu geboren vom irdischen Jerusalem zu Pfingsten. Und die letzte Erfüllung ist die Gemeinde Jesu geboren in der Endzeit von der jungen Frau Jerusalem. Warum ist die dann in der Endzeit keine Jungfrau mehr? Super. Ja? Weil Jerusalem vor 2000 Jahren zu Pfingsten ja schon mal geboren hat. Und zwar ohne Wehen. Aber wenn man das zweite Kind kriegt, da ist man, glaube ich, keine Jungfrau mehr als Frau. Habe ich mir sagen lassen. Ja? Das heißt, aber warum ist Jerusalem denn in der Endzeit eine junge Frau? Weil der Staat Israel noch jung ist. Wie alt ist denn der? Naja, in 72 Jahre ist er jetzt.
Das ist in biblischer Zeitrechnung jung für einen Staat. Versteht ihr das? Diese Verheißung hier hat ihre Erfüllung gefunden in der Jungfrauengeburt Marias und, jetzt mache ich einen Sprung in die Endzeit, und findet seine Erfüllung, wenn die junge Frau Jerusalem, die nach 2000 Jahren plötzlich überhaupt erst wieder Hauptstadt wird oder da ist in Jerusalem, wenn die auch gebiert. Ja? Entschuldigung, Moment. Das heißt, dass die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria der Anfang der Geburt der Gemeinde von der Jungfrau Zion vor 2000 Jahren und die Geburt von einer jungen Frau in der Endzeit, dass das alles zusammengehört in einer Verheißung? Ja. Warum? Weil Jesus und die Gemeinde ein Leib sind, oder? Das würde bedeuten, dass wir aus prophetischen Stellen plötzlich paulinisches Evangelium hören. Dass wir nämlich der Leib Christi sind, schreibt Paulus 15 Mal im Neuen Testament. 5 Mal schreibt er vom Haupt, 15 Mal vom Leib. 3 und 1, nur nebenbei. Ja? Das heißt, der Paulus sagt, wir sind der Leib Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Das sieht die biblische Prophetie in eins. Und deswegen ist es möglich, sowohl die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria als auch die Geburt der Gemeinde von der Jungfrau Zion und die Geburt der Gemeinde von der jungen Frau Zion in einer Prophetie zusammen. Das ist kompliziert, was wir jetzt machen. Das ist auch eine der kompliziertesten Bibelstellen. Hier wird viel dran, die Rabbiner gehen voll gegen die Evangelikalen und gegen die Christen dran. Haben wir nicht auch Bilder in der Bibel, wo alte Frauen... Ja, sehr schön, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube sieben Frauen, alte Frauen, die unfruchtbar waren lange. Das ist eigentlich jetzt genau das Vice-Versa-Bild. Ja? Wir reden ja hier von einer jungen Frau. Was du ansprichst, ist eine alte Frau, die plötzlich im hohen Alter noch ein Kind gebiert. Ja? Sarah zum Beispiel. Ja? Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil jetzt machen wir natürlich genau spiegelverkehrt. Gerade habe ich euch versucht, was zu erklären mit einer jungen Frau und einer Jungfrau. Jetzt gucken wir uns eine alte Frau an. Ja. Ich stelle das vielleicht ein bisschen zurück, damit es hier nicht so ganz verwischt. Aber das ist genau der Punkt. Ja? Der Prophet sagt, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein von ihren beiden Königen, der Grau. Das ist super. Jetzt ist die Frage, wurde zur Zeit Jesu Syrien und Ephraim verwüstet? Nein. Warum nicht? Weil das Römische Reich da war. Es gab kein Syrien, kein Ephraim. Passt nicht komplett auf die Geburtszeit Jesu. Musste Jesus lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden? Nein. Hieß Jesus Immanuel? Ja, manche legen das so aus, Gott mit uns, vom Inhalt her schon, ja. Aber diese komplette Prophetie, die hier beschrieben wird, hat Jesus in einem Zeitalter gelebt oder in einer Zeit gelebt, wo das Land komplett entvölkert war? Nein, das war so voll, dass die nicht einmal Herberge für ihn fanden. Ja? Was ist dann mit der Prophetie? Wird die denn, und wir müssen die ja komplett sehen, wird die komplett in Jesus erfüllt? Nein. Es gibt eine erste Erfüllung in Jesus und es gibt eine zweite Erfüllung zu Pfingsten und es gibt eine dritte Erfüllung in der Endzeit. Warum? Weil es immer um die Gemeinde Jesu geht. Und dazwischen sind wir, die Gemeinde aus den Heiden. Wir gehören da auch zu, wir sind Gnadenwahl. Ja? Aber hier reden wir von der Verheißung der Wiedergeburt Jerusalems, speziell Jerusalems. Ja? Jesus heißt ja auch Immanuel. Nee. Der Leib, ja. Ist beides zusammen vielleicht Immanuel? Ja, also es gibt ja auch Kirchenlieder, die sagen Immanuel, ja. Beides zusammen, warum nicht? Ich will euch nur darauf hinweisen, dieser Teil hier, Butter und Honig zu essen, ja, wenn das den Überrest in der Endzeit betrifft, der in Jerusalem zur Wiedergeburt kommt, wird in der Endzeit Jerusalem in zwei Teile geteilt sein, in Ephraim und Juda? Ja. Gibt es dann Ephraim? Ja. Gibt es in der Endzeit Syrien? Natürlich. Es gibt heute Syrien, es gibt Israel,
Es gibt den Iraner, den Irak, es gibt Ägypten und die sind alle gleich alt. Die sind alle 1949, 1950 gegründet worden. Die sind alle in derselben Zeit entstanden. Die sind alle seit 70 Jahren da. Was noch fehlt, ist, dass Israel in zwei Teile aufgeteilt wird, damit die Struktur hier entsteht. Ja? Das heißt also, wenn in der letzten Zeit Israel angegriffen wird, dann wird in dieser 70. Jahrwoche ja auch das Land verwüstet. Das spricht ja der Engel von in Daniel 9. Ganz Israel wird verwüstet werden von Heeren und die Verwüstung wird groß sein. Die Verwüstung wird bis zum Ende sein. Es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Ja, das sagt der Engel. Und das Land wird so verwüstet sein in der letzten 70. Jahrwoche, dass man da Butter und Honig essen wird. Und dieser Emanuel, dieser Überrest, der lebt in einem entvölkerten Ephraim, entvölkerten Juda, in einem entvölkerten Israel. Aber das ist doch ein positives Bild, Butter und Honig essen. Der Überlagerung ist Hungersnot. Deswegen haben wir die Verse eben gelesen. Der sagt ja, die Zeit, Vers 21, in der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe ziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird, denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Land. Das ist ja ein positives Bild. Schön. Für die, die übrig bleiben, schon, ja. Also wenn hier im Westen plötzlich die Hälfte der Bevölkerung stirbt, dann haben wir die Supermärkte voll. Da können wir das beste Fleisch essen, die Preise fallen. Ja? Das klingt natürlich toll für die, die übrig geblieben sind. Was ich euch zeigen will dabei, ist nur Folgendes. Man legt diese Stelle, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, auf Jesus aus, weil Matthäus das sagt. Und der Matthäus irrt nicht, das ist Gottes Wort. Ja? Das ist in Jesus in Erfüllung gegangen. Aber die komplette Prophetie betrifft noch eine andere Zeit. Eine Zeit, in der das Land nur wenige Einwohner zu ernähren hat. Sogar, dass die übrig bleiben, die feinsten Dinge essen können. Ja, weil sonst keiner mehr da ist, der ihnen das weg isst oder wegkauft. Und da wird ein Knabe geboren, der erst noch lernen muss, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann kommen dort sehr wahrscheinlich ehemals orthodoxe Juden zum Glauben an Jesus. Und die müssen genau wie ihr und wie ich auch lernen, erst ihr Glaubensleben kennenzulernen und zu wachsen im Glauben. Jesus musste das nicht. Aber wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, selbst wenn es in der letzten Zeit in Jerusalem ist, dann müssen die das lernen. Ja? Ja, die müssen schnell lernen. Diese Stelle hier, Matthäus, das ist kompliziert, was wir machen. Ich weiß nicht, ob ich alle mitnehmen kann da. Ja? Ja? Der Matthäus, der sagt, Matthäus 1, Vers 22, dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, und zwar Jesaja, welcher spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen, was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Das heißt, Matthäus bezieht die Jesaja-Stelle auf Jesus. Ja? Weil Jesus war der Erste, der zur Gemeinde gehörte. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Ja? Er ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks, ein Königpriester. Wir sind Priester und Könige, wie Petrus schreibt. Ja? Wir sind kleine Königpriester, er ist der große Königpriester. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Das ist ein Geist, ein Volk. Adam sieht Eva und sagt, das ist ja Bein von meinem Bein im Paradies. Christus sieht die Gemeinde und sagt, das ist ja Geist von meinem Geist. Das bin ja ich. Ja? Und diese Einheit zwischen Jesus und der Gemeinde Jesus sieht man hier in Jesaja, in der Jesaja-Prophetie. Und ich empfinde das nicht als bibelkritisch, wenn Ha-Alma, das ist ein Substantivsatz, da steht nur die junge Frau schwanger, Punkt. Das steht im Hebräischen, die junge Frau schwanger. Ha-Alma, Ha heißt wohl die. Heißt so. Gut, super. Ja? Und da steht aber Betula. Betula heißt eigentlich Jungfrau, eine Frau, die noch keinen Mann erkannt hat. Ja? Matthäus nimmt diese Bibelstelle für die Jungfrauengeburt Marias. Ja?
Diese Bibelstelle in Jesaja 10 ist ein wunderbarer Beweis für die Inspiration alttestamentlicher Texte. Und danach stellen sich einige ganz unüberwindbare Fragen, wenn wir den Text genauer betrachten und ernst nehmen und vollständig betrachten. Sind zur Zeit der Kindheit Jesu Syrien und Israels Nordreich durch Assyrien verödet worden? Nein. Gilt dann diese Prophetie für die Zeit Jesu? Ja. Und doch hat sie nochmal eine weitere Erfüllung. Ja? Konnte die ferne Erfüllung dieses Zeichens, nämlich 733 Jahre später, als die Jungfrauengeburt Jesu war, konnte die ferne Erfüllung des Zeichens überhaupt glaubensstärkend für Ahas in seiner damaligen Situation sein? Nein. Hat Ahas ein Zeichen gefordert? Nein. Hat Gott ihm eins gegeben? Ja. Eins, was er nicht verstehen konnte und auch gar nicht verstehen sollte, weil er ein böser Mann war. Aber wir sollen das verstehen, das Zeichen. Ja? Und mit der Kenntnis, dass Jerusalem wiedergeboren wird in der letzten Zeit, und in der letzten Zeit, sagt die Offenbarung, kommen wieder Könige vom Euphrat. Was war denn am Euphrat? Assyrien. Diese Könige vom Euphrat kommen nach Israel. Ja, wie hier. Israel ist dann auseinandergebrochen, wie hier. Jerusalem wird dann belagert, wie hier. Plötzlich passt das in Gänze dann und in der Vollendung passt es, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Das was Großes. Dann können wir auch zustimmen und sagen, ja, Ha'alma heißt die junge Frau. Wer denn? Dieses Zion, was nach 2000 Jahren plötzlich wieder entstanden ist, was noch sehr jung ist. Mir scheint, als ob Gott schon wieder Geduld hat. Diese junge Frau, die ist schon 72 Jahre alt. Ja? Die ist schon eine alte Frau geworden eigentlich. Gott wartet noch, ja, bis der Letzte auch dazukommt. Ja? Hier steht ja auch noch drin, Kinder des Zeugs zusammen, versiegelt das Gesetz in ja. den Jüngern. Ja, schön. Also das bedeutet ja, die Juden können das gar nicht noch nicht sehen. Ja. Weil wir wissen das, ja. dass es darum geht. Und dann ja. steht ja auch drin, ich will warten auf den Herrn, sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs. Also sie sehen es nicht. Ja. Und will auf ihn hoffen. Die und ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat. Also wir sind die Gemeinde. Das ja. wissen das noch nicht. Das genau. ist die Wiedergeburt. Ja, das ist Jesaja 8, was du liest, ja? Jesaja 8, ja. 17, da ja. steht es ja eindeutig. Genau, 16, 17, ja, wer es nachlesen möchte, Jesaja 16, 17, ja. ja. In Jesaja, schön, dass du es ansprichst, Jesaja 8, Vers 8. Und es werden einreisen in Juda und schwemmen und überherlaufen, bis dass sie an den Hals reichen und werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. Vers 10, beschließet einen Rat und es werde nichts daraus, beredet euch und es bestehen nicht, denn hier ist Immanuel. Ja? Jesus, aber auch der Überrest der Gemeinde. Mit Assyrien, Könige vom Euphrat. Diese Linien laufen alle zusammen hin auf die letzte Zeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Wenn man diesen Schlüssel hat, und ich weiß, das ist kompliziert, ich weiß nicht, ob das alles alle gedanklich mitgehen können, ja? aber plötzlich kann man die ganze Prophetie von Jesaja 7 verstehen. Ja? Und was ich noch schöner finde, ist, dass man daran sehen kann, das ist eine Prophetie, die gilt für unseren Herrn Jesus und für die Gemeinde Jesu aus den Juden, aber auch für die Gemeinde Jesu aus den Heiden und für die Gemeinde Jesu in der Endzeit. Das ist eins, das ist ein Leib. Paulinisches Evangelium in Jesaja 7, das ist was Gigantisches. Also das ist, ja? Wie hast du gesagt? Das ist Gottes Wort. Ja? Ja? Wunderschön. Ja? Falls diese Stelle für Christus allein gilt, musste der Sohn Gottes erst lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden? Also ich glaube nicht. Selbst wenn es auf die dritte Frage in Bezug auf Christus wahrscheinlich keine letztgültige Antwort gibt, ich bin ein bisschen vorsichtig, ja, bleibt doch die Überlegung der beiden ersten bestehen. Wurden zur Zeit der Kindheit Jesu Syrien oder Samaria, Ephraim, wurden die von Assyrien zerstört? Nein, weil die Römer dort geherrscht haben, da gab es kein assyrisches Reich. Jetzt sage ich euch noch was, ich hoffe nicht, dass ich euch damit jetzt verwirre. Ja? Im Hebräischen steht Ha'alma, die junge Frau, schwanger. Ja? Jetzt ist aber die Bibel mal übersetzt worden von den Juden, und zwar in der Septuaginta. Ja? Und das war so erste, zweite, dritte Jahrhundert da vor Christus.
weil der griechische König Ptolemäus, der so und so vielte, der wollte gerne die hebräische Bibel in Griechisch haben, weil der Grieche war. Ja, der war ein Nachkomme von Alexander dem Großen. Und deswegen hat der wohl Juden, manche sagen 70 Juden geholt, und die haben nach der Legende alle unabhängig voneinander die Bibel übersetzt. Und als wir die übereinander gelegt haben, da waren das komplett gleich, haben die alle 70 gleich übersetzt. So ist die jüdische Überlieferung. Aber es war wohl tatsächlich so, dass die Bibel Stück für Stück überliefert worden ist, übersetzt worden ist von jüdischen Rabbinern, jüdischen Schriftgelehrten ins Griechische. Und bei dieser Übersetzung, ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht, ja, bei dieser Übersetzung haben die jüdischen Rabbiner das griechische Wort für Jungfrau verwendet. Ja? Das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler. Und diese Septuaginta war zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel ganz verbreitet im Mittelmeerraum. Warum? Weil die alle Griechisch gesprochen haben, die Juden, die haben nicht Hebräisch gesprochen, die haben Griechisch gesprochen. Und alle, auch die Apostel, auch Matthäus, zitiert aus der Septuaginta. Moment mal, aber... Eine Sekunde, eine Sekunde. Und der Grund, warum Matthäus hier sagt, siehe, eine Jungfrau ist schwanger, kommt von der Übersetzung der Rabbiner, die Ha'alma mit Jungfrau übersetzt haben. Ja? So als ob Gott gerade zu den Rabbinern die Feder geführt hat und gesagt hat, übersetzt mal das Wort Jungfrau mit, übersetzt man das Wort Ha'alma mit Jungfrau, weil der Matthäus, der braucht das nämlich schon 150 Jahren, um die Geburt Jesu zu erklären. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht damit. Ja? Und jetzt kommen die Rabbiner nach 2000 Jahren und sagen, da ist ja falsch übersetzt, da habt ihr Christen falsch übersetzt. Da sage ich, nee, da habt ihr Juden falsch übersetzt. Denn die Septuaginta ist keine christliche Übersetzung. Die Septuaginta ist eine von euch. Und dann zetern die, ja, das stimmt aber nicht. Doch, das stimmt. Die Deutschen haben geholfen, euch die Fehler daraus zu nehmen. Das ist wahr. Ihr könnt doch gucken, gibt es deutsche Sprachwissenschaftler, die haben den Juden geholfen, die Septuaginta zu korrigieren. Das ist so aus Reutlingen und so, Schwäbischen da unten. Das ist so. Aber die Septuaginta ist von euch übersetzt, nicht von Christen. Das ist doch eure Talmud-Überlieferung, ist das doch. Ich hoffe, ich verwirre euch damit nicht. Was ich damit sagen will, ist nur, dieses hebräische Wort Ha'alma, die spezielle Frau, die spezielle Jungfrau, ist übersetzt worden, Entschuldigung, diese junge Frau ist übersetzt worden mit dem griechischen Wort für Jungfrau, damit Matthäus das übersetzen konnte und auf Maria anwenden konnte. Ich finde das, ja? Dort nutzt es. Ja, ich hoffe, ich verwirre euch damit nicht. Aber jetzt sehen wir plötzlich in unserer Zeit, das spricht in unsere Zeit rein, weil das wird kommen, wann weiß ich nicht, aber ich erwarte das irgendwie in den nächsten Jahren, ja, um vorsichtig zu sein, ja, wird plötzlich deutlich, und da seht ihr in vielen Bibelübersetzungen Fußnote, Ha'alma wird auch junge Frau übersetzt. Ja. Und jetzt sagen die Christen alle, haben die Angst, dass die Jungfrauengeburt Marias in Gefahr wäre, weil in Jesaja 7 steht ja Ha'alma, die junge Frau. Ist aber nicht der Fall, dass das in Gefahr wäre. Jesus ist von der Jungfrau Maria geboren worden. Warum? Weil sein Vater Gott ist und nicht Josef. Das schreibt Matthäus auch. Maria hatte keinen Mann erkannt. Dann war Maria eine Jungfrau. Der Matthäus war ja so dumm, war er ja nicht. Wir glauben immer, die wären dumm. Der schreibt es ja mehrfach im Kapitel. Der Engel kommt und der sagt der Maria, du wirst mit Heiligen Geist überschattet werden und dann wird das in dir Gezeugte, wird der Messias sein, wird Jesus sein. Du wirst keinen Mann erkannt haben. Das war eine Jungfrauengeburt. Ja? Und dazu brauchte Matthäus Jesaja 7 und deswegen hat Gott das von den Juden so übersetzen lassen. Und trotzdem steht dort Ha'alma und wir sehen plötzlich, oh, das widerspricht nicht der Jungfrauengeburt Marias, sondern dieses Ha'alma spricht in seiner endgültigen Erfüllung von der jungen Frau Jerusalem, die seit 70 Jahren jetzt in Israel existiert und die noch diese Geburt erleben wird. Was auch hier habe ich gerade gelesen, was wunderbar passt, das ist doch, das hebräische Alma bezeichnet eine junge Frau im heiratsfähigen Alter. Ja. Die sind doch dann erst dann heiratsfähig, die Braut Christi. Ja. Das ist doch, wie die Braut Christi. Ja, ja. Also ihr findet viele Bibelübersetzungen, wo das Ha'alma drin steht. Es gibt eine große Diskussion darüber. Die Christen wollen das nicht, aber die denken manchmal zu orthodox. Ja? Also wenn dort im Hebräischen die junge Frau steht, dann steht da halt die junge Frau. Ja? Und schön, du siehst, die Anmerkungen sind dann auch so. Ne? Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Ähm,
Komm vielleicht gleich drauf. Also wir sehen, dass diese Prophetie in Gänze seine Erfüllung zur Zeit Jesu nicht haben konnte, weil zur Zeit Jesu kein Syrien existierte, kein Samaria, kein Ephraim und auch kein Assyrien. Assyrien ist heute der Iran. Iran, genau, Iran. Iran, Irak, vom Euphrat, genau. Das Gebiet jenseits des Euphrat, wenn man so will. Ja. Und vielleicht wächst das auch noch weiter an, Aserbaidschan, Afghanistan, weiß man auch nicht, wie das da zusammenpasst. Die haben gerade ganz viele Waffen. Vielleicht schleppen die alle nochmal da nach Armageddon, wer weiß. Ja. Gut, das muss man abwarten. Also ich beobachte auch die politische Situation, aber ich trage die nicht in die Bibel rein. Ich mache nur innerhalb der Bibel die Linien und da muss ich die Weltgeschichte der Bibel angleichen, nicht umgekehrt. Ja. Ja. Also das nein. Und was für unsere Betrachtung noch wichtiger sein könnte, konnte diese Art von Zeichen für Ahas eine Hilfe sein? Sehr wahrscheinlich nicht, weil die Erfüllung, also die Jungfrauengeburt Marias, erst Jahrhunderte später eintraf. Der konnte mit dem Zeichen gar nichts anfangen. Wir wissen aber jetzt, dass Jerusalem am Ende der Gemeindezeit erneut belagert werden wird und dass sich dann die Situation Hiskias und auch Ahas wiederholen wird. Das ist uns schon 1:50 im Alten Testament, das ist eine alte Geschichte, die ich erzähle. Ja? Wir haben jetzt mit der Wiedergeburt Jerusalems, das ist eine alte Geschichte. Je mehr ihr das Alte kennen würde, desto vertrauter würde einem. Es ist immer dieselbe Geschichte, immer die gleiche, die immer feiner ausgeschrieben wird. Ja? Da halten wir uns fest dran. Und dann wäre Geisteskraft da und die Stadt Jerusalem wird an einem Tag zur Wiedergeburt kommen. Das könnte heute jederzeit sein, seit Pfingsten von damals. Und wir wissen, dass der Belagerer von der Stadt abziehen wird, ohne sie zu erobern, genau wie bei Hiskia. Warum? Stadt Jerusalem wird belagert. Bitte? Mit dem Hauch seines Mundes. Ja. Ich sag mal so, die Stadt Jerusalem wird, die ist ein bisschen später noch, ja. Die Stadt Jerusalem wird belagert und schreit zu Gott um Hilfe, wie die damals auch. Dann gießt Gott seinen Geist auf die Stadt aus, an einem Tag. Und an dem Tag beginnt die 70. Jahreswoche zu laufen. Tag genau. Ja? Das ist die Erstbelagerung, die zu Wiedergeburt wird. Genau. Und dann zieht der Belagerer wieder ab. Der wird nicht in die Stadt hineinbrechen. Wer sagt das? Später. Wer sagt, dass niemand in die Stadt Jerusalem reinbricht? Jesaja. Gott sagt das. Fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Und dieses Zeichen ist, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Und das war das Zeichen dafür, dass weder Ephraim noch Syrien bestehen würden und dass niemand nach Jerusalem in die Stadt hineinbrechen würde. Das ist das Zeichen. Ja, das heißt, wenn Jerusalem jetzt angegriffen wird und zum Glauben an Jesus kommt, dann wird der Angreifer wieder abziehen. Und dann wird 3,5 Jahre Evangelium aus Jerusalem gepredigt. Ja, warum? Weil das Zeichen ist, dass Jerusalem, die junge Frau hat geboren. Die sind zur Wiedergeburt gekommen. Und das ist das Zeichen dafür, ja, dass niemand in die Stadt hineinbrechen wird. Der Antichrist zieht wieder ab. Der kommt erst Mitte der Jahrwoche und dann bringt er sie alle um. Aber hier zieht er wieder ab. Kein Pfeil wird in die Stadt geschossen. Ja? Ist dann gleichzeitig auch das Auftreten dieser beiden Zeugen? Genau. Also mit dem Tag der Wiedergeburt, ja, müssen doch auch taggenau super die Zeugen auftreten. Gut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Video. Ich glaube, dass die zwei Zeugen das Haus David und die Bürger Jerusalems sind. Dass das keine zwei Männer sind. Aber du hast genau den richtigen Punkt getroffen. Das sind die zwei Zeugen. Der wiedergeborene Überrest in Jerusalem, das sind die zwei Zeugen. Warum? Weil Sacharja sagt, das Haus David und die Bürger Jerusalems werden sehen, in den sie gestochen haben. Jesus. Wann? In der Endzeit. Wer? Ganz Israel? Nein, wer? Das Haus David und die Bürger Jerusalems. Ja, das sage ich ja. Nur die Stadt
kommt zur Wiedergeburt und sieht den, in den sie gestochen haben und werden weinen um ihn, wie man weint, um einen eingeborenen, erstgeborenen Sohn und haben, einen offenen Born wieder die Sünde und Unreinigkeit. Da wird Wiedergeburt beschrieben. Da weint jemand über seine Sünde, da sieht jemand Jesus, da hat jemand Vergebung der Schuld. Das ist Sacharja 12, 13, 14. Ja? Verwerfen Sie das Böse. Dann verwerfen Sie das Böse. Die zwei Zeugen, nur kurz, der hohe Priester hatte ein Brustschild. Was waren da drauf? 12 Steine, 12 Edelsteine für die 12 Stämme Israels. Super. Was war im Brustschild drin? Urim und Thummim, super. Zwei Steine, Urim und Thummim. Lebendige Steine. Waren das Steine? Man weiß es nicht. Das, was wir sehen, ist, wir haben 12 Stämme Israels und wir haben zwei Zeugen. Wir haben das Alte Testament mit Israel, edle Steine, edle Stämme, aber tot. Und wir haben zwei lebendige, Urim und Thummim, das Haus David und die Bürger Jerusalems. Warum sind denn die lebendig? Weil die wiedergeboren sind. Ja? Wiedergeburt gab es im Alten Testament nicht. Die 12 Steine waren Edelsteine für edle Stämme Israels, aber die waren nicht lebendig. Warum? Weil es dann noch keine Wiedergeburt gab. Im Brustschild drin war noch was versteckt, das war ein Geheimnis. Das hat niemand gesehen. Aber innen drin war etwas Urim und Thummim, was lebendig war, was reden konnte, was befragt wurde. Warum? Das ist ein Bild für die zwei Zeugen, die sind lebendig. Die gehören wozu? Zum Brustschild, zu Israel. Warum? Weil es der wiedergeborene Überrest in Jerusalem ist. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, ist das Brustschild des hohen Priesters komplett. Die zwei Zeugen, die sind so geheim, so verborgen, dass man die von außen nicht sehen konnte. Man weiß heute nicht mal, man weiß nicht, woher Mose die hatte. Da steht nur Nimm Urim und Thummim und tu die da rein. Woher hatte Mose die? Weiß niemand. Man weiß auch nicht, ob das Steine waren oder Holz oder welche Farbe die hatten oder wie die geantwortet haben. Das weiß man nicht. Man weiß nicht mal, was Urim und Thummim heißt. Die Bedeutung der hebräischen Worte ist verloren gegangen. Man weiß nur, dass das Mehrzahl ist. Lichter und Gerechtigkeiten müsste man die nennen. Licht und Recht übersetzt man, Martin Buber. Ja? Man vermutet, dass das Licht und Recht heißt. Aber es steht in der Mehrzahl. Warum? Weil es zwei Stämme sind. 12 Stämme, edle Steine, und zwei Stämme. Wie heißen denn die Stämme? Das Haus David ist der eine Stamm und die Bürger Jerusalems ist der andere Stamm. Kennt man die Stämme aus dem Alten Testament? Nein. Wo kommen die denn her? Die sind vom Geist Gottes gezeugt. Und ich denke, sie werden erwähnt in Sacharja, weil Sacharja sagt, das Haus David und die Bürger Jerusalems sehen den, in den sie gestochen haben. Und sie werden weinen um ihn, wie man weint. Und sie werden Vergebung ihrer Sünden haben. Und dann ist das Brustschild komplett. Und die zwei Zeugen, hier reden wir über ein großes, großes Geheimnis. Und wie kann man das verstehen, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß? Das hat so viele Ausprägungen, das zieht sich überall durch die Bibelstellen. Alles wird plötzlich lebendig dadurch. Ja? Kann man das verstehen? Ja, ein Prototyp. Ein Prototyp. 12 Stämme und die zwei Söhne Josefs. Ja? Ja? In Ägypten geboren? Ja. Ja? Und Offenbarung 11 sagt, dass die in einer Stadt geboren werden oder dort sterben, die geistlich Sodom und Ägypten heißt. Ja, das sind die Parallelen. Ja, da fehlt noch etwas an der Gemeinde Jesu. Da fehlt auch noch etwas an Israel. Ja, das heißt, die zwei Zeugen sind die Schnittmenge, die gehören ihrer irdischen Herkunft her, gehören die zu Israel, weil es Juden sind in Jerusalem. Und ihrer geistlichen Herkunft gehören die zur Gemeinde Jesu. Genau, ja? Oh ja, ihr seid ja gut drauf, ja? Ja, das machen. Bitte? Ja. Ja. Das muss wachsen. Das muss ein Stück. Man muss sich ein bisschen dran. Das sind Gedanken, die auch neu sind. Da muss man ein bisschen kauen. Man muss die manchmal auch mehrfach lesen, ja? Ich habe Jesaja 50 Mal gelesen. Ja?
ist überhaupt eine Frage, die ich habe. Woher hast du das? Ja, das fragt sich der Roger Libby auch. Da muss er doch irgendwo herhaben. Und dann ist das große Problem, dass die alle in der Literatur suchen und wälzen, sagen, das muss doch mal irgendwann irgendjemand geschrieben haben von dieser Wiedergeburt Jerusalems. Du hast also Jesaja 50 Mal gelesen und dann hat es geklickt, oder wie? Also, ja, genau. Beim ersten Mal hat es bei mir geklickt, als ich das gelesen habe mit dem Hiskia. Die Kinder sind gekommen an die Geburt. Ich habe gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich gehe immer wieder mal auf so eine Immobilienmesse ins Ausland. Und da sind viele Juden auch, weil die natürlich überall im Geldgeschäft auch unterwegs sind, auch bei Immobilien. Und einem habe ich gesagt, bist du Rabbi? Ja, ich bin Rabbi, aber ich praktiziere nicht. Da sage ich, gut, Gesetzeslehrer, so versteht er. Sag ich, kannst du mir helfen, Hiskia, zweite Könige? Habe ich ihm das vorgelesen, hat er mir dann eine fadenscheinige Erklärung gegeben. Ich hatte mir mehr erwartet von ihm, aber du hast ja gesagt, es ist verborgen vor dem Haus. Ja? Hat mich interessiert, ja. Die wissen es nicht. Ihr wisst jetzt mehr wie Nikodemus. Ja? Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen den Schlüssel und schließen überall die Türen auf. Ja? Wir gehen durch 1. Korinther 15 durch, wo der Paulus sagt, ich bin eine unzeitige Geburt. Haben wir verstanden. Wir wissen, warum Jesus mit den Jüngern im Obersaal spricht und sagt, eine Frau hat Angst, wenn sie geboren wird, aber wenn das Kind da ist, freut sie sich. Wir können das alles verstehen. Jetzt gehen wir zu Jesaja 7. Verstehen, warum da Ha-Alma steht, ja, eine junge Frau. Und plötzlich wird das alles Licht und wird lebendig und fängt an, zwei Zeugen, Urim und Thummim, das Brustschild vom hohen Priester ist fertig. Wird der Tempel dann in Betrieb genommen? Ja, natürlich. Das Brustschild ist komplett, ja. Jetzt kann man auch verstehen, bei welchem Wort es hab Erbarmen. Da sagt er, ja, er erbarmt sich, aber nur, weil Jakob ist doch noch so klein. Jakob, heißt David. Ja. Und Jerusalem, auch nur ein kleiner Rest. Ja. Und über Israel kam kein Erbarmen. Das ist es alles zusammen. Ja, ja. Also, es gibt keine Zukunft. Das ist für mich Gottes Wort. Ja, das ist ja. Wenn das stimmt, dann stimmt das andere auch. Ja, dann stimmt auch, er wird den Klemmenden doch nicht auslöschen und das knickende Rohr nicht zerbrechen. Ja? Machen wir eigentlich jetzt Schluss oder wann ist dann eigentlich regulär Schluss? Um 10. 18 Uhr? 18 Uhr ist Schluss? 18 Uhr ist Abendessen. Dann schließen wir jetzt ab. Ich will damit nur sagen, wenn das wahr ist, dann ist auch wahr, dass so ein ganz klein bisschen Glauben genügt. Man muss das nicht alles wissen. Ja, Paulus sagt auch manchmal, das Wissen bläst auf. Ja, die Liebe bessert. Ein ganz klein bisschen Glauben. Wenn euer Glaube nur noch so ein bisschen so ein kleiner Docht ist, das genügt. Ja, mehr braucht man nicht. Das muss man nicht wissen, um in den Himmel zu kommen. Das freut mich sehr, weil es macht mich so gewiss in meinem Glauben. Ja? Und ich sage, wenn man das mal so bewegen darf, dann sieht man auch, dass das andere auch stimmt. Dass wir gerettet werden, liegt nicht an unserer Anstrengung, nicht an unserer Perfektion, sondern an der Liebe Jesu. Jesus hat euch lieb. Ja? Das ist alles. Korinther 13. Ja, er rettet. Ja? Und das machen wir so nebenbei und freuen uns drüber. Ja, wir streiten uns da nicht drüber, wir freuen uns daran und sagen, das ist alles Gottes Wort. Ja. Markus, willst du beten mit uns? Ja. Ja, das ist lieb, ja. Dankeschön. Vater im Himmel, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und wir möchten dir jetzt auch danken dafür, dass du es uns aufschließt und dass du uns die unendliche Schönheit und Eleganz und Mehrdimensionalität deines Wortes zeigst. Es ist wunderschön und danke, dass wir es haben dürfen und danke, dass du uns durch dein Wort segnest und uns dafür Gutes tust. Ja, dafür loben wir dich und dafür beten wir dich an. Danke für diese Zeit hier und möchte dich jetzt bitten, geh du doch noch mit uns in den vor uns liegenden Abend. Amen. 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 Dann wünsche ich allseits ein gutes und leckeres Abendessen.